Ja, hallo miteinander zur nächsten Runde. Und heute möchte ich euch was über das Loslassen erzählen. Und wir strömen die 11. Die rechte Hand geht auf die linke 11. Und die Schultern sind immer ganz gut geeignet, loszulassen. Denn in den Schultern haben wir ganz häufig einfach allen alltäglichen Stress gesammelt. Und die Ängste und Sorgen, und bei jeder Kleinigkeit gehen die Schultern hoch. Und ihr müsst es mal beobachten, auch jetzt beim Fallenlassen der Schultern, wie man noch weiterhin innerlich noch mehr fallen lassen kann und noch ein Stück mehr. Und ihr könnt auch unter das T-Shirt gehen, direkt auf die Haut. Die 11 ist ganz oben auf der Schulter. Und wenn man so greift, dann rutscht man mit der Hand nicht ab. Und die andere Hand geht an den Sitzknochen. Das heißt, ich setze mich einfach drauf. Ja? Kann man jetzt schlecht sehen, aber ich habe da ein kleines Bildchen wieder. Also 11 und 25, das sind unsere beiden Energieschlösser, die wir jetzt halten, oben auf der Schulter. Und beim Sitzknochen, ihr müsst also nicht mit dem gesamten Gewicht eures Gesäßes da drauf sitzen. Ihr könnt so von der Seite reingreifen, wie auf dem Bild, und dann seid ihr auch schon da. Das ist sozusagen am Rand des Oberschenkels, da wo der Oberschenkel übergeht in, ja, in den Po. Und das ist ein Griff, den wir auch machen, um unsere sogenannte Betreuerstromenergie zu harmonisieren. Die Betreuerströme, ich gehe mal wieder zurück hier, die Betreuerströme sind die beiden Ströme, die links und rechts am Körper vorne absteigen bis runter zu den Füßen und hinten wieder auf jeder Körperhälfte aufsteigen und wieder über den Kopf hinweg. Und das sind so ganz breite Ströme. Das sind mehr wie Flüsse, also wie richtig ganz breite, wie der Rhein oder die Donau, die großen Flüsse im Land. Und die betreuen sozusagen die Körperhälften. Und auf diesen Strömen sind alle Sicherheitsenergieschlösser geboren. Ja, und die 11 sagt loslassen. Also wir versuchen jetzt einfach den Arm wie so ein Kleiderbügel an die Schulter zu hängen und lassen die Schultern dabei fallen, ziehen sie nicht hoch. Mary Burmeister sagte, ich bin das Fallenlassen meiner Schultern, ich bin das Loslassen, das Ausatmen und das Einatmen. Und das besagt schon, dass diese 11 uns mit dem Atmen hilft und vor allem auch dem Ausatmen. Und der Atem ist der große Harmonisierer. Wenn der Atem in Harmonie ist, dann ist unser ganzes Wesen in Harmonie. Und Mary sagte auch mal, der Atem ist der letztendliche Heiler. Und das in der Pause zwischen der Ausatmung und der Einatmung geschieht Heilung. Ja, da ist immer eine kleine Pause der Stille. Die muss da sein, denn ohne diese Stille, ohne diese Pause, probiert mal zu atmen ohne Pause, da kommt man ins Hyperventilieren und das ist sehr, sehr anstrengend. Wir brauchen die Pause. Und so brauchen wir auch in unserem Leben immer wieder Pausen. Und vielleicht haben wir das ja jetzt auch die letzten Monate zu spüren bekommen, wie gut es einem tut, wenn man Pausen hat, wenn man nicht immer nur am Renn, Renn, Renn ist, sondern einfach mal in die Stille kommt. Und das ist die 25, die sagt, sei still und wisse.
Sei still und wisse, dass alles, was du für Harmonie und Gleichgewicht brauchst, in dir selbst ist. Du musst nicht immer rennen und schauen und gucken, sondern sei einfach mal still. Setz dich einfach mal auf deine Hände. Das ist ein gutes Energieschloss für Zappelphilipp-Kinder. Die setzen sich oft auf ihre Fersen und das macht natürlich dasselbe. Wir können eben auch unsere Energieschlösser mit den Füßen halten. Also die 11, die uns loslassen hilft und in die Gelassenheit bringt und in die Entspannung, zusammen mit der 25, die uns in der Stille regeneriert. Ja, sie erneuert uns. Die 25 sagt, ich erneuere dich, ich nehme dir die Müdigkeit, ich helfe dir, dass du wieder fit wirst. Also wenn ihr mal bei einem Vortrag sitzt und ihr werdet müde und könnt nicht mehr zuhören oder in einem Konzert, das ist mir mal passiert. Ich habe mal während der Arbeitszeit 2 Tickets für ein Konzert geschenkt bekommen. Das war damals noch in München, als ich noch in München lebte. Und habe kurz meinen Mann angerufen und ihm gesagt, dass wir da abends hingehen könnten. Und ich hatte einen langen Arbeitstag und dann saß ich im Konzert und plötzlich wurde ich richtig müde und habe gedacht, oh, schade. Ja. Und dann ist mir es wieder eingefallen und habe ich mich auf meine Hände gesetzt. Und innerhalb von 2, 3 Minuten war ich wieder hellwach. Und zwar bringt die 25 eine richtige geistige Wachheit und Klarheit wieder. Und ja, ich konnte mit großer Freude dieses Konzert anhören und alle Müdigkeit war weg. Also wenn ihr im Unterricht sitzt oder bei einem Vortrag oder Konzert und werdet müde oder unaufmerksam, hilft uns die 25 wieder neue Kraft zu kriegen, einen energetischen Geist zu bekommen, uns zu verjüngen. 25 entgiftet den Körper. Sie hilft uns zu entgiften, zu entsäuern, zu Schlacken auszuscheiden. Aber vor allem bringt sie Wachheit. Also sie macht beides und das ist ja oft im Jin-Jin-Jitsu. Ich habe schon gesagt, für Zappelphilipp-Kinder. Sie bringt einmal in die Ruhe, aber sie macht auch wieder wach. Und in der Stille haben wir Zugriff auf auf geistige Ressourcen. In der Stille regenerieren unsere Gehirnzellen. Die Stille lindert Stress und Anspannung. Gehirnzellen werden erneuert. Es ist immer wieder gut, Zeiten für Ruhe einzuplanen. Auch wenn es jetzt wieder stressiger wird. Gleichzeitig belebt die 25 den Energiekreislauf im Körper und den Flüssigkeitskreislauf. Mary nannte sie auch Jogging für Faule. Also wenn wir eben mal nicht raus können zum Joggen oder rennen, dann setzen wir uns einfach auf unsere Hände und regenerieren in der Stille. Hier wird die Energie aus den Beinen
harmonisiert für gestaute Beine. Wenn ich lange im Auto als Beifahrer sitze oder im Zug, dann setze ich mich gerne mal zwischendurch auf die Hände. Dann kommt die Energie in den Beinen wieder in Bewegung. Der Stoffwechsel wird angeregt. Das Gewicht wird reguliert. Das, was ich jetzt gerade brauche, geschieht. Für diesen Griff braucht man, wenn es geht, natürlich einen gepolsterten Stuhl, dass die Hand nicht wehtut. Jetzt gehen wir zur 15. Die linke Hand geht jetzt in die Leistenbeuge zur 15. Ich zeige euch gerade die. Moment. 11 und 15. Wir halten also weiterhin die Schulter und die andere Hand liegt in der Leistenbeuge, und wenn ihr eine Jeans anhabt, eine Hose mit Hosentasche, dann könnt ihr mit der Hand in die Hosentasche gehen und dann habt ihr Halt mit euren Fingern, mit eurer Hand und müsst und könnt wirklich wieder die Schultern loslassen und könnt wirklich wieder entspannen und die Schultern fallen lassen. Elf hilft natürlich auch allem, was im Kopf passiert und im Nacken, Nackenbeschwerden, Kopfschmerzen, Leute, die Migräne, Kopfschmerzen haben. Hilft uns, Verantwortung abzugeben. Oder Verantwortung zu übernehmen. Sie bringt Gerechtigkeit, sodass ich mir selber gerecht werde. Ich bin bei der 11 gerade, die Schulter. Ich muss mich nicht für alles verantwortlich fühlen. Ich muss nicht alles auf meinen Schultern tragen, ich kann auch mal Verantwortung abgeben. Kann auch mal loslassen und etwas den anderen überlassen. Und die 15 bringt Freude und Lachen ins Leben. Die 15 sagt, wascht eure Herzen mit Lachen. Und Mary sagte gerne, sei das Lächeln, sei das Fallenlassen deiner Schultern, sei das Ausatmen, dann kriegst du keine unheilbaren Krankheiten. Die 15 hilft heilen. Und wenn ich das Ausatmen bin, oder wenn ich das Lächeln bin, dann kann ich das nicht verlieren. Dann bin ich in diesem Zustand. Die 15 bringt also Freude und Lachen und unterstützt die Heilung. Sie harmonisiert alles mit den Beinen. Sie öffnet den Energiefluss in die Beine, in die Füße. Ja, kalte Füße. Schmerzen in den Beinen, Krampfadern, Plattfüße. Alles, was mit Beinen und Füßen ist. Und die 11, die hilft den Armen. Ja,
der Schulter und den Armen und alles, was mit Schultern und Armen los ist. Und beide unterstützen wieder die Atmung. Und die Atmung harmonisiert Zentren im Gehirn, die mit antidepressiven Aktivitäten verbunden sind. Also sie helfen uns bei Depressionen. Langsameres Atmen, ruhigeres Atmen, aber nicht übertreiben. Mary sagte, wenn du die Schultern fallen lässt, dann kannst du dir nichts einfangen, dann ist dein Immunsystem stark. Die 15 kann uns bis in die Ekstase bringen, das ist der geheime Brunnen der Jugend. Die innere Ekstase des Geistes ist der geheime Brunnen der Jugend. Wenn ich in der Freude bin, dann bleibe ich jung. Es ist das Geheimnis. Und natürlich das Ändern meiner Gedanken und meiner Glaubenssätze. Die Basis aller Heilung ist Veränderung meiner Einstellungen. Spür mal nach innen, beobachte deinen Atem. Spürst du ihn bis runter zu den Füßen? Kommt er in den Zehen an? Wir können auch Emotionen ausatmen. Dinge, die uns belasten, einfach dem Atem mit hinausgeben. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Jetzt geht die linke Hand an die rechte 11. Und die rechte Hand geht an die rechte 25, an den Sitzknochen. Ich zeige euch nochmal hier das Bild. Die 11 und die 25, Schulter und einfach auf die Hände sitzen. Loslassen und Erneuerung. Die 11 hilft auch dem Dickdarm und dem Dünndarm, also wann immer wir auch den Stuhlgang nicht richtig loslassen können, bei Verstopfung zum Beispiel, aber auch bei Durchfall, weil im Jin-Jin-Jitsu harmonisieren wir. Wir gleichen aus, das heißt, sowohl das zu viel als auch das zu wenig werden ausgeglichen. Wir helfen dem Kopf, Schultern und Nacken und alles, was mit den Armen passiert. Ja, wenn man morgens aufwacht und hat taube Finger, das liegt oft an der 11. Oder Ellbogen. Tennisellbogen, Karpaltunnelsyndrom, ja, Überbeine oder der sogenannte
SMS-Daumen oder WhatsApp-Daumen jetzt. Früher war es der SMS-Daumen, jetzt ist es der WhatsApp-Daumen. Alles mit den Händen. Die 25 reguliert auch unseren Blasenstrom. Hilft der Ausscheidung, dem Wasserhaushalt. Und hilft uns auch mal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten, hineinzuspüren, uns selbst wahrzunehmen. Wenn der Atem in Harmonie ist, ist unser ganzes Wesen in Harmonie. Dann geht die rechte Hand an die 15 Ich zeige euch nochmal das Bild. 15 liegt in der Leiste. Sie bringt Freude und Lachen zu uns. Sie sagt, wasche unsere Herzen mit Lachen. Sie unterstützt also das Herz. Und die Kombination 11 und 15, die passt auch insofern gut zusammen, weil sie Schultern und Becken harmonisiert. Und Schultern und Becken haben einen engen Zusammenhang. Ja, wenn meine Schulter aus dem Gleichgewicht ist, dann kommt auch mein Becken aus dem Gleichgewicht. Und so kann dieser Griff bei Ischias-Nervschmerzen helfen oder bei Bandscheibenvorfällen im Lendenwirbelbereich. Bei allen Schmerzen in den Beinen. Und die 15 versorgt auch den Unterbauch und die Sexualorgane mit Energie. Also gut auch bei Menstruationsbeschwerden oder Myomen. Selbst in der Schwangerschaft ist der Griff gut, damit der Bauch weich bleibt. Die 15 bringt neue Ideen, hilft meine Denkweise zu verändern, hilft meinen Fokus zu verändern, damit ich die schönen Dinge im Leben sehe und nicht immer nur all das, was nicht so gut läuft gerade im Leben. Achtet mal drauf, was euch so den Tag über auffällt, ob ihr euch mehr über die Dinge aufregt, die halt nicht so gut laufen, oder ob ihr mehr die Dinge überhaupt seht, die gut laufen. Ja, die nehmen wir so als selbstverständlich hin.
wertschätzen. Das Leben wertschätzen. Die guten Dinge im Leben schätzen lernen. Ja, ich glaube, wir kommen schon wieder langsam dem Ende entgegen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch so ein kleines Zitat vorlesen von Mary. Es gibt so ein kleines Büchlein, das heißt What Mary Says. Und darin schreibt sie, die Grundlage aller Heilung ist die Veränderung unserer Glaubenssätze, die Veränderung unserer Denkweise. Wenn wir unsere Denkweise ändern, dann wird sich das irgendwo im Körper auswirken. Dann wird sich das irgendwo in unserem Körper zeigen. Dieses Büchlein What Mary Says, das gibt es eben auf Deutsch und das kann man bei unserem Bonner Büro www.yinshinjitsu.de bestellen. Auf dieser Website findet ihr auch immer wieder Informationen für die weiteren Aktivitäten. Wenn wir jetzt aufhören mit unseren Via One Webinaren in Deutsch und eine kleine Sommerpause machen, dann findet ihr dort oder auf unseren persönlichen Websites die Informationen über das, was dann kommen wird. Ja, mit diesen Zeilen wünsche ich euch einen schönen Wochenausklang und ich bedanke mich nochmal bei Friederike, dass sie uns hier so schön das ermöglicht und im Hintergrund alle technischen Probleme löst und uns technischen Unterstützung gibt. Vielen Dank und schönes Wochenende. Tschüss!